Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 16. Wir sollen zu Otto gehen. Ah ja, und ich habe gerade mal die Fähigkeiten nur geguckt. Ich habe schon mal ein bisschen was geskillt. Ich muss jetzt nur noch mal gucken. Das hier muss ich mal ausrüsten, weil das brauche ich auf den Trophy. Otto, Otto, Otto. Na, es geht um Martha, die anscheinend verschwunden ist. Was ist das hier? Ach, das ist sie wieder. Was kann ich uns immer Infos geben, oder was? Erlaube mir, dich aufzuklären. Die Lage war das Tier. Die Akteure. Das ist mein Kenntnisstand. Ich kann zu dir einen Überblick über die Charaktere in Final Fantasy 16 und deren Beziehungen untereinander verschaffen. Im Verlauf von Clives Abenteuer wird dieser fortwährend aktualisiert. Deadlines und Zeitleiste zwischen wichtigen Ereignissen bewegen. Ah, das ist jetzt bis zum Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. 7.2. Shivas Dominus. Chill Warwick. Shivas Dominus und Clives engste Vertraute beim Führen des neuen Verstecks. Gemeinsam setzen sie Sitzmission fort, die Träger von ihren Ketten und würde ich hier, ne? Jill wurde als Prinzessin der nördlichen Gebiete geboren, nachdem Elvin Rossfield mit hartem Durchgreifen das zahlreiche Überfälle aus dem Norden angeführte, anführt von Jills Vater Silbermähne ein Ende bereitet hatte, wurde sie als Mündel zur Sicherung des Friedens in Rosaria aufgenommen. Seitdem lebt sie mit Clive und Joshua auf Schloss Rosalith und steht den beiden so nah wie eine Schwester. Oh. Das bedeutet also, da wird nichts laufen. Das wäre ja sonst irgendwie komisch. Was ist hier los? Will Sid rächen? Hier ist Aufrufezeichen. Diese Begleiterin hier kennen wir auch noch nicht. Die ganzen Fraktionen hier auch unterteilt. Das sind unsere ganzen Leute hier. Vertraute. Die Madame. Da ist dann auch Martha dabei, ja. Victor. Ambrosia. Sir Tyler, Sir Wade. Die leben noch. Warum werden die noch lebend angezeigt? Beste Freunde mit Torgal. Generalsverwalter, Anführer, führt Erbe weiter. Gidolfus, ja. Jagd, Todfeind. Ehemaliges Liebespaar. Ja. Ich finde diese Leiste sehr interessant hier, diese ganze Information. Und hier sind auch die ganzen Dominose. Phoenix, Ifrit, Shiva, Bahamut, Odin und der Titan. Und Garuda und hier der Shamu oder wie hieß, den haben wir jetzt auch drin bei uns. Okay, das ist sehr interessant. Studiere sie gut, Clive. Ich sag's euch, am Ende können wir hier wirklich alles erobern. Ändert sich das ist cool. Stetig, Clive. Sucht ihr noch Freiwillige? Was genau ist passiert? Ein paar Männer von der kaiserlichen Garnison in Rosaria haben in Marthas Rast Streit angefangen. Es floss etwas Blut. Ein paar Knochen brachen. Das Übliche. Aber inmitten dieses Chaos verschwand Martha, ohne auch nur ein Wort. Sowas macht sie nicht, Clive. Da ist was faul. Denkst du, das war geplant? Aber sicher war es das. Seit dieser Sache in Eastpool hat Zambrek das Herzogtum fest im Schritt gepackt. Man muss nur einen Flüchtenden gesehen haben, um als Verräter zu gelten.
Überall wollen sie Komplotte sehen, um dem Haus Rossfield wieder zu seiner alten Macht zu verhelfen. Und wie es aussieht, haben die Schweine jetzt die armen Träger ins Visier genommen, die zu schwach sind, sich zu wehren. Martha hat das alles natürlich sofort durchschaut. Sie hat schon erzählt, dass es immer schwerer wird, Träger aufzunehmen. Und plötzlich ist sie weg. Wenn die Kaiserlichen sie geschnappt haben, wäre das fatal. Ein paar Fluchbrecher sind schon auf dem Weg zur Schenke. Sie werden dir sicher helfen können. Aber wenn die Lage so übel ist, wie ich befürchte, musst garantiert du ihnen die Ärsche retten. Keine Sorge, Otto. Ich bringe sie alle sicher zurück. Neuer Auftrag ist in der Nähe. Oh, hier unten. Nicht mehr ganz dicht. Kajüte, Krankenstube, Ausguck, Adrium und einen Garten haben wir sogar. Der, das ist voll crazy hier. Clive, ich meine Sid. Cole und seine Männer sind schon unterwegs zur Rast. Ich könnte aber noch einen Trupp zusammenstellen. Zurück sind. Vermaledeite Bilge. Ist alles in Ordnung? Abgesehen von den Löchern im Rumpf, alles ausgezeichnet. Bekommt ihm das Wasser im See nicht? Könnte man so sagen. Wenn du keinen grandiosen Plan hast, die Fäule aus dem See zu filtern, wie bei uns im Atrium, wird sich die Gülle weiter durch das Holz fressen, wie der junge Tito durch unsere Honigküchlein. Ein Pechanstrich könnte die Verwitterung vielleicht 1-2 Monate aufhalten. Sofern wir überhaupt Pech hätten. Haben wir aber nicht. Jedenfalls nicht mehr. Der alte Kahn wird wohl kein Dutzend Fahrten mehr überstehen. Was sind das für Punkte, oder? Gut, Obolus. Nur deine Fähre bringt uns zum Festland. Reparieren wir sie. Nun, es freut mich, dass das wenigstens einer hier einsieht. Aber für Pech brauchen wir Pechbäume. Nur, wie du sicher schon bemerkt hast, gehören Bäume zu den tausenden Dingen, die im Toten Land schmerzlich vermisst werden. Allerdings bin ich noch nicht dreist genug, dich allein in einen fernen Wald zu schicken, um ganze Stämme von dort her zu schleppen. Und deshalb werden wir eine gute Alternative brauchen. Zufälligerweise habe ich mal gehört, dass das wandelnde Dornengestrüpp an den Curlschweiffällen sich mit einer Art klebrigem Wachs überzieht, um Käfer und sonst noch was zu fangen. Das könnte die Fähre über Wasser halten. Klingt einfacher, als Baumstämme herzuschleppen. In Ordnung. Tja. Ah, jetzt kann ich auch wieder überall hinreisen. Ja, zum Arthas Rast müssen wir dann sowieso. Wahrscheinlich wird dann auch wieder dann Nebenquests kommen. Okay. Hier müssen wir hin. Hier sind ja diese Fälle. Korschwulfälle, bla bla bla. Okay. Ja, ist er direkt hier. Ah ja, so kommen wir ja automatisch das Rast von hier aus eigentlich. Kann ich ja direkt hier rüber dann schnell reisen, wenn ich mit einem fertig bin. Weil ich muss dann sowieso erstmal wieder zurück. Oh, scheiße. Oh, alles gut. Hier sieht's aber auch nicht mehr so gut aus. Einfacher als Baumstämme zu schleppen. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ah!
sie. Mehr als das wird Obolus kaum benötigen. Ich sollte zurück. Kann ihn nicht angreifen. Ich geh nochmal kurz zurück zum Versteck erstmal. Gib die Quest schon ab. Natürlich wurde ich wieder hier oben. Wobei es im Ganzen wahrscheinlich sogar besser ist. Weil sonst müssten wir, wenn wir unten immer spawnen, immer hier hochfahren. Das ist auch scheiße. Zurück sind. Und? Hast du das Wachs gefunden? Gefunden kann man es auch nennen. Oh, erledigt. Oh, das riecht ja wie ein Chocobo-Arsch. Aber der Argo wird's egal sein, solange das Zeug ihren Kiel über den Wellen hält. Argo? So heißt dein Boot? Interessant. So hieß mein Vater. Bevor die Fäule kam, war der Alte auch ein Fährmann. Jetzt habe ich nur noch sein Boot. Und das wird weiter segeln. Dank dir, Sid. Boah, das ist doch sehr gut Fähigkeitspunkte gegeben. Holy shit. Zumindest sind die Belohnungen gerade mal richtig gut gewesen. Scheiße. Also wo wir noch hier waren, war hier noch alles schön. Und jetzt ist alles im Arsch. Am besten bleiben wir erstmal hier. Suchen wir dir erstmal einen Heiler. Sid? Was machst du denn hier? Otto war besorgt. Er meinte, ihr braucht vielleicht Hilfe. Zu Recht, wie es scheint. Das kann man wohl sagen. Die Soldaten sind hier regelrecht eingefallen. Fast niemand blieb verschont. Martha hat anscheinend versucht zu schlichten. Aber dann wurde sie kurzerhand in Ketten gelegt und abgeführt. Abgeführt wohin? Die Spuren führen Richtung Trauerbucht. Zum Kloster, wo Marthas Träger versteckt sind. Diese Mistkerle. Wir nehmen die Verfolgung auf. Kümmert ihr euch um die Leute hier? Alles klar. Ach, da ist noch was. Einer der Männer sagte mir, dass die Soldaten eine Säuberung erwähnten. Mehr weiß ich auch nicht, aber es klingt nicht gut. Seid vorsichtig, ja? Ja, ihr auch. Verfolgung. Cole hat recht. Das war keine Kneipenschlägerei. Da steckt mehr dahinter. Eine Säuben. Okay. Warum? Träger sind kaiserliches Eigentum. Die Garnison allein wäre dazu nicht befugt. Also sind die Befehle von weiter oben gekommen. Okay.
alles gut. Steht das Teil hier noch nicht so ganz. Sie. Da vorne. Oh, Martha. Martha. Bist du verletzt? Mir fehlt nichts. Ihr müsst schnell zum Kloster. Dort sind alle in Gefahr. Erzähl uns, was passiert ist. Es war schrecklich. Diese verdammten Schwarzschilde sind eingefallen. Die Schwarzschilde? Die Bastarde haben entdeckt, was der Abt und ich dort machen. Sie wollten uns schon hängen. Da haben sich die Träger aus ihren Betten gequält. Die Armen stürzten sich auf die Kaiserlichen. Und im Chaos habe ich es irgendwie geschafft zu flüchten. Dann können wir vielleicht noch was tun. Martha, schaffst du es allein zurück zur Rast? Cole und die anderen Fluchbrecher sind dort. Ich denke ja. Ich danke dir, Clive. Schwarzschilde. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Es hat in Rosaria immer nur einen Schildorden gegeben und der hat alle Bürger verteidigt. Es ist wirklich grotesk. Selbst für Sandbreck. Muss ich mal nachgoogeln, wie das richtig funktioniert. Sind wir zu spät? Vielleicht ist drin noch jemand. Das sieht nicht gut aus. Nein. Verdammt. Ich dachte, ihr wärt alle schon verbraucht. Oh, Mörder. Ihretwegen haben die Träger sich... Halt. Die gehören nicht dazu. Diese Wirtshure muss sie geschickt haben. Sich mit Feinden des Kaiserreichs zu verschwören, ist ein schweres Verbrechen.
Und Verbrecher gehören bestraft. So will es das Gesetz. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Und du nennst dich einen Schild! Hast du keine Ehre? Clive. Das haben wir gleich. Veruna! Digga, wurden die gebumst. Waren das jetzt alle? Ich denke schon. Der Hauch des Windes. Der Abt war nicht dabei. Vielleicht hat er überlebt. Du Scheiße. Ja. Die Träger wollten ihn beschützen. Der letzte Zug Äther hat ihnen allen den Tod gebracht. Clive, nicht allen. Wir sind Freunde von Martha. Wir wollen helfen. Sind die Bastarde tot? Ja. Jeder Einzelne. Leider nur die hier. Bald schicken sie neue. Das Töten geht weiter. Rosaria wird untergehen, wenn wir nicht handeln. Findet Sid. Er muss uns helfen. Und bitte, dankt Martha von uns. Ich. Das werde ich. Sid! Wo bist du? Sid! Hier drin! Hier ist ein Überlebender! Clive. Er ist tot. Er ist tot. Wir haben den Abt bestattet. Aber die Träger. So ein Ende hat niemand verdient. Nein, das stimmt. Doch es war ihre Wahl. Sie wussten, welches Schicksal sie erwartet und haben trotzdem Magie eingesetzt, um für ihre Beschützer zu kämpfen. Martha ist die Flucht nur gelungen, weil die Kranken sich aus den Betten auf die Soldaten gestürzt haben. Die Überreste der Träger. Wir sollten sie dem Meer übergeben. Hier gibt es eine Zugbrücke. Redoxsprung. Die Strömung dort ist stark. Der Abt hätte den Staub dort sicherlich verteilt und eine Segnung gesprochen. Ich schicke einen unserer... Ich gehe. In Ordnung.
Cole und ich werden uns um den Rest hier kümmern. Erlösung. Sterbliche Überreste. Bestatte die Träger und kehre zu Marthas Rast zurück. Wie funktioniert das jetzt hier? Ich glaube, die Viecher müssen selber dagegen schlagen. Lass mich jetzt mal hitten. Ja, die kriegen Schaden dadurch. Die Trophäe sagt, dass sie dreimal von dem Kristall gehittet werden müssen, selber. Bevor er entladen ist. Die wir mal genauer nochmal angucken müssen. Alter, was ist das für ein Viech? The fuck? Ariman, Rang C. What the fuck? Berüchtigte Gefahren. Ab und zu wird Clive auf Kreaturen treffen, die an Stärke und Gefährlichkeit fast alle anderen übertreffen. Er muss sich solchen Kämpfen nicht stellen. Man kann jederzeit aus ihnen fliehen, doch diese berüchtigten Gefahren zu eliminieren, bringt nicht nur Ruhm ein, sondern auch seltene Materialien, mit denen Ausrüstung hergestellt oder verbessert werden kann. Meinst du, es hat uns gesehen, Torgal? Was sehe ich da? Natürlich ist es das. Es ist ein fliegendes Auge. So. What? Da hab ich one-hitted? Hä? Mein erster Tod? Durch eine One-Hit-Attacke. Wie geht's? Ich komme gerade gar nicht drauf klar, der hat mich einfach one-hitted.
Warum haben Sie mir das angetan? Reiß dich zusammen! Digga, what the fuck? Ich habe auch den Fehler gemacht und habe den Phoenix Rush gemacht auf ihn. Da war ich wieder im Feld drin und habe mich selbst damit gebumst. Digga, what the fuck? Einfach One-Hit. Scheiß Wichser, Alter. Richtige Gefahr gebannt. Was sind das hier für Sachen hier, diese Punkte, die wir da bekommen? Das hat es nicht kommen sehen. Ekelhaftes Drecksvieh, Alter. Kann ich jetzt mal gucken, was das für Punkte sind? Trauerbucht. Nö. Okay, Leute, wir machen auf jeden Fall hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.